Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicos da draußen, der Skyline ist am Start und genauso wie eine kleine Runde Let's Play so nebenbei, werde ich in Kammern wahrscheinlich dahinter schreiben, Dark Souls 2! Und dieses mega epische Intro, was wir am Anfang da laufen lassen haben, das war irgendwie ein bisschen seltsam, aber egal, wir drücken Start, das erste Mal. Es hat auch keinen tieferen Sinn, dieses Intro, es sei denn, wenn wir uns tierisch schreiben, dass Skyline Dark Souls 2 hat. Mehr war es ja nicht. Ich nehme einfach nur diese Festplatte. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Was ist Inhalte? Ausschalten. Was ist das denn? Blablabla. Bla, bla, bla. Annehmen. Nutzungsbedingungen. So, ich muss runterscrollen. Aha, okay. Jo. Mhm. Sehr schön. Aha, also, guck mal, der hat auch nicht gemacht. Wie, er hat mich beleidigt? Arschloch. Mhm. Hast du noch einen Schuss? Jo. Versaulich. Nutzungsbedingungen? Aha. Nummer 12, 13. Annehmen. Inhalt wird gespeichert. Kann nur sie ablehnen. Den kann ich nicht spielen. Ja, wieso? Das Kompatibilität ist veraltet. Sie können das aktuelle Paket von Xbox Game Stores erhalten. Ja. Okay. Wir gucken mal gerade. Vor allem, weil ich eigentlich gerade eine Aktualisierung runtergeladen habe. Ich will es halt nicht im Offline-Modus spielen. Ich habe jetzt Dark Souls fast ein zweites Mal komplett durch mit meinem zweiten Charakter. Das habe ich mal als Dark Souls 2 halt mal geholt. Um halt in diesem wunderschönen Ladebildschirm halt zu setzen. Wir machen mal hier einen Cut. So, damit wieder zurück. Nach für uns sind jetzt ein paar Minuten echt vergangen. So 30, 40 Minuten sind für uns jetzt vergangen. Und wir sind jetzt zurück und drücken jetzt Start. Ja, 40 Minuten. Oh, warte mal. Mehrere Gründe, warum ich jetzt gerade keinen Ton habe. Zum einen, weil der Stecker rausgesteckt ist. Und zum anderen, weil ich hier auf lautlos gemacht habe. So! Diese Festplatte! Ernsthaft? Wollte gerade schon sagen. Keine neuen Informationen. So, wir haben natürlich nicht viel. Wir haben noch Informationen. Empfangen Informationen. Keine neuen Informationen. Gut, wir sind Version 1.09, Kalibration 1.12. Hilft mir jetzt nicht besonders weiter. Weil du keine Ahnung von dem hast, was da steht. Richtig. Und deswegen drücken wir sofort ein neues Spiel. Blut ein. Untertitel ein. Ich weiß immer nicht, was ein HUD ist. So, der Drache darf nicht mehr sichtbar sein. HUD. Also bei mir ist der Drache leider nie unsichtbar. Also ich sehe den Drachen die ganze Zeit. Machen wir mal. So, würde ich sagen. So. Ich muss gerade erst mal gucken, welchen Drachen du meinst. Ich würde sagen, fertig. Normal. Umsetzen, nein. Kameraempfindlichkeit. Kann man ja noch einstellen. Oh. Vibration. Komm. Gehen wir mal ein bisschen dann runter. Komm. Ja. Filmeffekte ein, Autoziehen anschalten, Autoziehen, Sprachchat verboten, erlaubt, regionsübergreifendes Spiel, natürlich.
Das heißt, ich kann jetzt auch endlich mal mit anderen Leuten chatten oder was? Ah, dass die anderen da am Labern sind die ganze Zeit oder was? Also entweder heißt das, dass ich chatten kann, während ich spiele, oder ja, ob während jemand halt während des Spielens halt chattet. Und machen wir einfach mal an. Kann man ja auch ändern wahrscheinlich. Ja, nehmen wir so. Oh, die Musik gefällt mir schon mal ganz gut, ey, im Hintergrund. Oh, jetzt ist er vorbei. Ich habe die Facecam nicht aufgestellt. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. Scheiße. Egal. A murky, forgotten land. Oh, sieht das geil aus. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Boah, wenn das Spiel in dieser Grafik wäre, das wäre endgeil, Alter. Like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Das ist immer das Komische bei Dark Souls, wenn sie immer so geschwollen reden und du hast einfach keinen Plan, wie du sie zusammensetzen sollst, ey. Hast du das jetzt nicht verstanden? Doch, aber es muss sich echt konzentrieren und sich überlegen, was labert jetzt eigentlich gerade wirklich da. Das war doch gerade voll episch. Des Weiteren, was sie meinte, von wegen, vielleicht wart ihr ja schon mal da und sowas, was die Tante gelabert. Oh, es geht weiter.
dazwischen. Aha. Huch, da hat noch einer neu angefangen. Guck mal an. Jedenfalls, was ihr gerade gelabbert habt, von wegen, dass ihr schon mal da gewesen seid. Ich vermute mal, weil jeder nämlich der Meinung ist, dass von Dark Souls 1 der Typ, der halt, also ihr, euer Protagonist, der halt dann den Typen getötet hat, also den Lord Vendrick getötet hat, er hat dann das neue Königreich aufgebaut, dass er jetzt dieser neue König hier halt ist. Und ja, und deswegen sagt sie, vielleicht seid ihr schon mal hier gewesen oder da gewesen halt, vor diesen riesen Toren, was ja, was ihr ja seid, also er hier nicht, aber ihr Spieler halt schon mal da gewesen seid. Das ist halt schon mal, man weiß aber halt nicht, ne, das ist ja das schöne. Das macht dieses Wörtchen vielleicht auch so. Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus, also auf dem Huch! Er ist er! Komm her! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das war selten nämlich. Nein, nein! Nein, 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 nein! Ist cool! Alles cool! Ah, das ist easy! Ich scheiße mich erfolgen! Nein! Gerade mal 4 Minuten im Spiel? 2 Minuten, 3 Minuten im Spiel gewesen? Ja, 2 Minuten ungefähr. Und ich bin schon tot. Selber schuld. Ah, goddammit. Warum könnt ihr mich immer noch hassen? Alles cool, ne? Okay, bei mir passiert nichts. Hab ich schon, hab ich schon. Oh, guck mal, da hinten liege ich. Okay. Nehmen wir mal nichts auf. Oh. Ey, ich faile ja gerade übelst, ey. Ich bin ja richtig schön am Verkacken, Alter. Öffne die Kacke hier endlich. Schnell rein hier. Na? Lust auf ein Threesome? What seems to be the ruckus? It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Das ist eine gute Frage, meine Damen und Herren.
Wie heißen wir denn? Wir könnten uns natürlich wieder unseren ersten Charakternamen hier nehmen, den wir auch bei Dark Souls 1 benutzt haben. Boron der Zweite. Boron der Zweite, ja. Oh, das wäre doch voll episch. Das war damals unser Vater oder sowas oder einer unserer Verwandten und hast nicht gesehen. Und wir sind jetzt ein ewiger Nachfahrer, der wieder hier hinkommt und deswegen ein Boron und wir wurden unter seinem Ehren nach ihm benannt und heißen jetzt auch Boron. Das wäre die Geschichte dahinter. Und sagen unser Vater oder unser Uropa, was er gesagt hat. Uropa, Uropa. Kannst du nochmal Boron nennen oder? Ja, das Problem ist, du kannst kein Leerzeichen dazwischen. Oder wir können es halt natürlich auch total altmodisch. Skyline nennen. Aber ich glaube, wir machen das wirklich so. So eine kleine eigene Geschichte daraus basteln, das wäre vielleicht mega cool, Alter. Boron. Das ist unser Urgroßvater oder sowas. Fertig. Okay. Wir nehmen Boron. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Klasse, Gabe, klasse. Krieger, Ritter, Schwertkämpfer, Bandit, Kleriker, Zauberer, Erkunder und Bettler. Bettler hat nix, ist klar. Die Stats alle 66666. Oder hast du noch Bettler für die, die richtig hardcore spielen? Aber ich würde gerne wissen, welches Level wir sind. Ich glaube, dieses Männchen daneben ist unser Level, glaube ich, ne? Welches? Das unten bei dem Kopf da. 12, das müsste wahrscheinlich das Level sein. Das Herz ist das Leben. 6 ist die Ausdauer, also das daneben, die Füße, ja, sind die Ausdauer. Das Rüstung sind die Belastung, Zauber, Stärke, Geschicklichkeit. Die anderen erkenne ich nicht so ganz. Und weitgereister Kunde, nicht sondern nicht stark, hat aber viele Objekte. Das ist gut möglich. Also ich will eigentlich wieder ein Strength-Bild bauen. Das Geile halt bei Dark Souls 2 ist halt, du kannst jederzeit deinen Charakter wieder komplett umändern. Kannst also alle Tribute, die du dir gegeben hast, wieder ausmerzen und dann nochmal neu machen. Zauberer bleibt weg, Kleriker bleibt weg. Schwertkämpfer. Ritter. Bandit. Ich will auf Strength gehen. Krieger, dann ist der Krieger halt auf 15, Ritter hat nur 11 Stärke. Ja, aber so ein Bettler wäre eigentlich auch mal ganz nice. Du hast wirklich gar nichts und bist zufrieden mit dem, was du halt dann schon findest und sowas, weißt du? Nackt und unbekannter Herkunft, hat nichts in dem Kämpfen außer seinen lebensbejahenden Leib. Waldgeister Kunde haben wir schon. Zauberer, wissensreicher Zauberer, wirkt Zauber mit hoher Intelligenz und Einstimmung. Kleriker auf Pilgerreise, hoher Wille und Wunder leitet ihn. Bandit, ein gnadenloser, gesetzloser. Aha. Sehr geschickt, erfahren und mit dem Bogen. Zielt aus jeder Distanz. Mhm. Schwertkämpfer, hochbegabter Schwertkämpfer. Kämpft anmutig und starken Waffen in beiden Händen. Nein, danke. Ritter. Umherziehender Ritter. TP und Anpassung hoch, kaum zu bezwingen. Und der Krieger, kampferprobter Krieger. Sehr stark und geschickt. Enorme Waffenerfahrung.
Das ist echt, das Leben halt nur auf 7 runter halt, das ist ein bisschen... Ich bin echt immer geneigt, den Bettler zu nehmen, aber Level 1 und 6, ich mag es halt nicht so ausgeglichen. Ja, aber das sind ja die Grundstats im Prinzip. Naja. Du hast halt nichts und musst dir alles aufbauen. Ja, Grundstats, aber dann hat er unten, der war 2x5, das kann es ja nicht sein, das ist, ein 6 hat nicht die Grundstats. Da hat er 4 und 3 noch dabei nur. Ja, ich will natürlich ein Schild mit dabei haben. Entweder Krieger oder Bettlerboss, ich selbst auch. Das Geile ist nur, alle anderen haben so ein schönes Schwert mit dabei. Und er hat so ein abgebrochenes Schwert. Ach komm, wir nehmen den Krieger. Gabe! Da brauchen wir, Gibt's das nicht mehr? Nee. Menschlichkeit, Lebensring. Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Werft diesen ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu erhöhen. Okay, das ist natürlich ja. Das brauche ich. Ein Samen des Riesenbaums. Ach du Scheiße, ich weiß doch gar nicht, was ich da geben soll. Ich würde das Bekannte nehmen. Was meinst du? Ich würde das nehmen, was du kannst. Also was du kennst. Ja, Menschenbild, das findest du überall. Lebensring, leicht TP erhöhen, da werde ich wahrscheinlich 1000 bessere Ringe finden. Heimkehrknochen findest du auch überall. Heilstoffe, diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Drangle League bereist. Finde ich auch überall. Asketenleuchtfeuer finde ich auch überall. Das heißt, einzig und allein ist der Riesenbaumsamen und versteinertes Etwas. Wenn ich das mal näher betrachten könnte, dieses versteinerte Etwas. Das versteinerte etwas. Ich glaube, da muss irgendwas mit den Riesenbaumsamen war. Ich nehme jetzt mal Riesenbaumsamen. Da war irgendwas. Geschlecht, Kerl, Körperbau. Das sieht so unglaublich scheiße aus. Natürlich. Herkunft. Wie der Schwarz nicht zufrieden ist, Alter. Nutzen. Auf jeden Fall. Die erste Folge wird eine Stunde. Die erste Folge wird eine Stunde, weil es ist halt der ganze Anfangsscheiß hier. Ich bin eigentlich so geneigt, das hier zu nehmen irgendwie. Ja, nimm das. Haarfarbe. Blau. Stil von einer Schneeeule. Sasuke. nimm so ein Zorro. Nimm so ein Zorro. Grün. Nee, das da drunter. Ich bin aber nicht Zorro, ich bin Boron. Boron von Schneeäulmäßig. Natürlich ein weißes Wesen, ja, besser geeignet. Okay, ich weiß, dass ich Hunger habe. Mein Gott, hör auf zu knurren, du Scheiße. Ich nehm das hier. Das stinkt doch alles nach Magie. Augenbrauen. Augenbrauenfarbe. Scheiße, da unten drauf. Augenfarbe. Alter. Das ist ja selten dämlich, weil jetzt schützt die Farbe mit ein.
geil aus. Bart! Oh Mann. Ein schöner Schnäuzer. Ich finde, ohne Bart sieht er am besten aus. Das könnte fast ich sein. Ja. Vor allem, wo ist er tätowiert? Da! Ah! Okay, man kann ein bisschen mehr einstellen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja ekelhaft, Alter. Würde zwar passen halt zu Boron, ne? Aber nein, danke. Das sieht zu gesund aus. Geht auch blau. Jetzt einfach nur mal sehen. Blau? War gerade bei Hautfarbe 3. Da stand blau an einem Ende. Naja. Ach du Scheiße. Wie Scheiße man hier einstellen kann. Lachfalten, Frisur, hatten wir schon. Haarfarbe haben wir auch schon, Kopf. Und deswegen kann man so viel Mumpels einstellen. Ja, das ist das, was du eben grob gemacht hast, kannst du da jetzt alles detailliert machen. Na, das weiß ich.
Das ist so viel Scheiße, die du hier einstellen kannst. Das sieht so unglaublich scheiße aus. So machen wir das. So ein bisschen leicht asiatisch sind wir. Ich würde sagen, das ist so in Ordnung. Ja. Würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt mal einen Riesenbaumsamen. Und ich würde sagen, das ist so in Ordnung. Schnell abschießen! Ja! All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. You never know. Ich würde gern mitlachen, alten Schabracken. Go through the door and trot along to the end. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. Das ist wahr. Over and over again. Ja. Ich lach mich schlapp. So! Moin, Schönheit! Wollen wir nicht noch nach oben gehen? Ah, schön. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Das freut mich. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Na ja, du hast die Feuerhüterin nicht umgelegt. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. Kriegen wir nicht vielleicht irgendwas von ihr? The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Ja, gib uns irgendwas. The old women are sisters. Bla bla bla. Das freut mich. Oh nein. Long ago, fire the commonplace. Now they are lost, scattered to the winds. Auf die Scheiße hier.
Mhm. Menschenbild. Was ist denn ein Menschenbild? Das heißt das Menschenbild auf einmal. Wie dumm ist das denn? Ordnungsknochen. Ah, okay. Was ist das hier? Ein glatter und seidiger Stein. Super. So, wir haben den schwarzen Trennkristall. Ein Finstersymbol. Lebenssteine haben wir auch schon bekommen. Das ist doch schön. So, habt ihr noch irgendwas? Lacht und schweigt. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. Ah, hier haben wir die Antwort bekommen, die Ansage bekommen. Dass wir uns bei ihr jederzeit wieder umändern können von den Stats her. Also dann wie ein Kerl? Nicht du. Go along, go along. Okay, schweigt. Schweigt immer noch. Schweigt immer noch. Mann! Now, go along. Scheiße, das geht nicht. Hör auf, Mann! Scheiße, geht nicht auf! Die hat Schaden gekriegt. Okay. Die ärgert sich ein bisschen. Hält aber verdammt viel aus, die Tante, ey. Auf die Scheiße! Hallo, Dark Souls 2! Alter, wie dumm sieht das gerade aus? Also irgendwie sieht das so gerade aus, als wenn es so ein Spiel aus dem 2006er Bereich so wäre, Alter. Ohne Witz, bei dieser Kamerabewegung sieht das wirklich so aus. Als wenn ich gerade einen der ersten Herr der Ringe Spiele spielen würde. Alter Schwede. Man hat schon hier. Das Schild ist nicht sofort oben, Alter. Aber von hier kann ich doch. Morgen. Nimm mal diese Tür. Ich hab die falsche Tür genommen. Entschuldigung. Hallo, Dark Souls 2! Hier sind wir. Seele eines verlorenen Untoten. Fackel. Leuchtfeuer. Unser erstes Leuchtfeuer. Hinsetzen. Ach, wir haben hier schon eine Gegenstandskiste. Cool. Aber wir nehmen natürlich alles mit. Nebelgate! Unser erstes Nebelgate! Unser erster Gegner! In your face, bitches! Mit 30 C. Auf jeden Fall sehen die jetzt mal ein bisschen anders aus, die Gegner, als ob sie wirklich hier... Alter! Ein bisschen Charaktereigenschaften hier haben. So, das ist so geil.
Das soll die machen. Was denn? Ja, warte mal. Wir hatten noch einen anderen Weg, den wir gehen konnten. Das ist das Schöne, wenn man so neue Gebiete hat, die man nie gesehen hat, ey. Erstmal alles. Ach ja, stimmt, das ist ja jetzt nicht mehr so. Man muss jetzt hier mit A dran klicken, man muss ja nicht mehr gegenhauen bei Dark Souls 2, stimmt. Da war ja was. Ja, kommst du her. Ja, was haben wir hier? Oh, jetzt wird schon mal ein bisschen schwieriger. Die Freaks haben Waffen. Aber die können damit null umgehen, die Schweine. Wieso rollt der? Ich hab Spring gedrückt. Soll nicht rollen, dieser Affe. Fängt ja gut an. Alter. Unser erster Tod in den Sturz. Was selten dämliches. Knacks. Geburst nach blauer Apfel. Früher waren es die roten Äpfel, jetzt sind es blaue. Wie viel Seelen brauchst du eigentlich für Level ab? Keine Ahnung. 400, 500? Ich kann ja noch gar nicht aufleveln, siehst du? Stimmt, du kannst jetzt ab einem bestimmten Punkt aufleveln. Stimmt, da war ja was richtig Dummes dabei. Erst wenn du den ersten Endboss besiegt hast, also den ersten Gegner, Big Boss besiegt hast. Schnauze oder wie auch immer der hieß. Nicht wahr, du Lutscher? Ey, du kannst gar nicht springen. Dann legst du doch mal den Stein da durch. Den da. Und dann rein. Ach so springt man hier, okay. Und schwupps. Gott, ist das lame. Silberkatzenring. Ja, dieser Silberkatzenring ist eigentlich ganz praktisch. Verringert halt Fallschaden. Ich habe mir halt das Dark Souls durch, also knallhart durchgenommen, Dark Souls 2 halt. Bin ich mit voll dabei gerade bei Game1.de. Ja, Schleichwerbung so. Und mehr Schleichwerbung findet ihr eigentlich, seht ihr eigentlich demnächst in neuen Alien Isolation Folgen. Wir haben Leben verloren! Leben! Bist du weit, denn? Na. Gelbes Kraut. Was auch immer das ist. Okay, geschafft. Leiter? Da steht eine Leiter. Wo steht eine Leiter? Ich dachte, diesen wunderschönen Hintern an, ey. Wie schön der wackelt.
Spoiler. Das weiß ich aber, was war denn das denn gerade? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst da runter. Ich will aber nicht hier runter. Ich weiß ja, wo das ist, glaube ich. Nee. Ich glaube, hier soll ich noch gar nicht hin. Das warten wir lieber mal. Wow! Ich dachte, der rutscht runter! Dann lässt er sich fallen, dieser Affe! Was soll denn der Müll jetzt? Erneuter Tod. Ja, das weiß ich auch! Dreckiger Bullshit, Alter. Sowas dummdämliches, Alter. Seit wann lässt er sich denn fallen? Ja, ich hab mir das eigentlich durchgeguckt. Oh, ich guck's die ganze Zeit an, aber ich hab gerade komplett die Steuerung, echt. Nicht im Koppe. Sorry, aber auf dem Bildschirm von meinem Computer sieht's ein bisschen anders aus. Bei denen. Alter, wo sind meine Seelen? Können wir noch einmal diesen wunderschönen Hintern hier beglücken? Yeah, yeah, sexy, yeah! God damn it. So, jetzt! Hoppala. Das Geräusch. Okay. Geh dann nochmal da in den ersten Reihen, wo du drin warst. Du warst ja noch nicht fertig. Ja, aber da ist auch noch was und. Ja, vielleicht hast du ja wieder am Anfang raus. Soll ich ihn aufladen? Soll ich ihn aufladen? Die Fallen kann man alle anzünden, aber ich glaube, es bringt einem wirklich gar nichts. Oh, wir haben einen Dolch gefunden. Wir brauchen uns gerade schwer, zieht immer noch mehr ab. Wir hätten also jetzt auch einen Bogenschützen mit dabei. So, was stimmt denn da überhaupt? Das weiß ich doch auch! Na, ah, goddammit! Kann es sein, dass bei Dark Souls 2 die Waffen schneller kaputt gehen? Wieso? Hast du mal ein kaputtes Schwert? Wisst ihr, dann wären wir eigentlich von da oben gekommen. Oder auch nicht.
Seht eines namenlosen Soldaten. So, und dann lässt du da jetzt nicht direkt weiter geradeaus. Ja. Den haben wir ja schon im Weg. Na warte mal, jetzt haben wir natürlich den Weg nach oben nicht genommen, ne? God damn it, machen wir es jetzt auch halt. Ach ja, man verliert ja immer ein Stück seines Lebensbalkens, wenn man stirbt, ey. Fuck it. Und wie kriegt man den wieder voll? Menschlichkeit verschwinden. Also hast du natürlich direkt perfekt gestartet. Nö. Und jetzt hoffe ich. Oh, das war knapp. Noch lang. Eine Tür! Guck. Gebossener roter Augapfel. Tschüss. Ich bin ein sehr höflicher Grabräuber. Sprungangriff. Das ist kein Sprungangriff. Das ist kein Sprungangriff. Das ist ein Sprungangriff, genau. Weiß ich doch, ne? Hallo. Da bin ich reingeschammt. Ja, da unten noch. Das nächste Nebelgate durchschreiten. Boah, steht natürlich richtig mies, Alter. Hahaha! Aus Leben. Was er sagt. Wow! Du hast einen feinen Knie bekommen, du Affe! Du bist da nicht das Geile. Du bist immer noch ein Panzer rauf, wenn du Pfeile kriegst. Das war auch mega cool gerade, ey. Nehmen wir jetzt schreiten. Komm her, mein Freund. Reposted! Wow, das war schwer in Gefahr. Nee. So. Jetzt ist der andere Fall gelaufen. Ich glaube, jetzt muss ich dahin, oder? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Da komme ich. Da hinten komme ich, ne? Ja. Gut, dafür sind halt die Leuchtfackeln wieder ganz gut halt, ne? Da siehst du es halt wenigstens. Wo du halt lang gekommen bist. Wo du halt schon warst. Bereit? Freude wird benötigt. Bereit?
Scheinbare Wand. Er stand gerade. Illusionen voraus. Ich komme hier nicht. Scheiße. Das ist eine Rolle. Y. Hm. Schafft, aber der wahre Kampf beginnt. Gelobt sei die Sonne! Yay! Sinnlos. Hurra, für Trost. Übrigens, Leuchtfeuer voraus. Was zum... Natürlich müsste das denn... Also für mich wäre das jetzt auch eine scheinheilige Mauer, ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt A drücken muss, damit die scheinheilige Mauer wegkommt... Solange die Nachrichten wieder im Weg sind. Egal. Leuchtfeuer voraus. Vision ohne Bohnenstange. Aber Loch. Was? Vision von Bohnenstange. Ah! Wir sind da. Der wahre Kampf beginnt. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei die Sonne. Der wahre Kampf beginnt. Majula. Ich glaube, du hättest den Dicken ankalten müssen. Was ist? Den Dicken da, ich glaube, den hättest du ankalten müssen. Nee, nee, muss ich nicht angreifen. Stimmt. Aufsteigen kann man jetzt nicht beim Leuchtfeuer. Aber bei dieser komischen Tante kann man jetzt nur noch aufsteigen. Versucht rechts und dann unten. Versuch Mut. Gegenstand voraus. Ah. Morgenstern, heilige Klerikerglocke. Dahinter. Was ist dahinter? Hier ist nichts mehr. Majula, unser neues Zuhause. Majula soll ungefähr so ein Zuhausegefühl ergeben, weil du jedes Mal hier hinreisen musst, um halt geile Gegenstände zu kriegen und um Fernglas. Und Palim Palim halt, ne? Aufzuleveln und sowas. Dafür soll halt Majula hier stehen als Zuhause, ein Symbol der. Sind das für Blutflecken? Ich habe keine Ahnung. Die haben versucht, so darüber zu kommen. Nee, die haben gar nichts versucht hier. Die spielen Lemminge hier. So, einer ist jetzt hier gerade lang gekommen. Wir gucken uns das mal an. Aber warte mal, wir haben doch... Morgenstern sind wir ein bisschen stärker. Lügner voraus. Sinnlos voraus. Vorsicht. Nachahmung, aber nicht hier. Die könnten auch fein sein. Das weiß man ja nie. Rostige Münze. Jawoll! Ja, können wir eigentlich schon aufhören, das Let's Play, weil wir haben eine rostige Münze. Wir haben echtes Geld. Sieh! Versuch's rechts. Das ist nichts, was ich gerade gemacht habe. Mappen. Okay, geht eine bestimmte Zeit lang, deswegen gehe ich da noch nicht hin. Ne? Wer weiß, ob ich da wieder rauskomme. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Majula erkunden. Mit einer ganz bestimmten Dame sprechen.
die da hinten steht. Ich sehe das Leuchtfeuer. Leuchten das Feuer hier. Aber erstmal muss ich dann sitzen, damit es wirklich. So, wir können auch hier direkt reisen. Das finde ich schon mal irgendwie ein bisschen nicer. Keine Ahnung. Nein, ich wollte Blutfleck betrachten hier. Ah, invaded. Wahrscheinlich invaded. Oh, das interessiert mich jetzt gerade mal. Bevor wir, glaube ich, noch nicht die Folge beenden, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Drei, 184.602.712 Tode weltweit in Dark Souls 2. Also so viele spielen das irgendwie. Nein, so viele Mal sind Leute dann gestorben. Oh. Die Stimme kenne ich doch. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Das ist die Stimme von dem einen Typen. Gut hinsehen, aber gelobt sei die Sonne. Oh, sieht das geil aus. Und zwar bei Dark Souls 1, auch den ersten Typen, den du da triffst, der hat auch so eine Stimme. Wir haben einen verbeulten Morgenstern. Einen verdreckten Morgenstern. Zufall voraus. Zufall? Ja. Fall. Trifft's ganz gut. Okay. Ich nehme die Treppe. So, jetzt sprechen wir nochmal kurz mit der Frau. Und dann machen wir auch mal am Ende. Und ich werde das dann in Ruhe weiterspielen. Und immer wieder mal. Ja, bin ich. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. Erstes Flaken! Und erstes Flaken! Go on and see the king. He who made Dranglake what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Yeah, das Marktboot gibt euch den Macht zum Aufstieg. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable, the four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Ja. Ja, hat sie. Bearer of the curse. Erstmal Titten gucken. Ja, erstmal Titten gucken. Larger, more powerful souls. Ja. Seek the king. That is the only way. Ich will den Mund gar nicht verreden. Lest this land swallow you whole, as it has so many. Endlich! Aufsteigen! Das mache ich jetzt nochmal mit euch. Nein! Uns fehlen ein paar Seelen. Ich muss noch ein bisschen zurechtkommen damit. So, sinnlose Aktion ever. Hallo. Aufsteigen. So.
Ich würde mal sagen, Strength haben wir schon etwas. Was sind das alles für Dinge hier? Das ist Leben, ist klar. Das ist Ausdauer, okay. Das ist Belastung. Aha. Kondition, Belastung, okay. Zauber, Stärke. Geschick. Geschicklichkeit. Erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Was sind denn andere Resistenzen? Giftresistenz, Blutresistenz, Balance. Mhm. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Geschicklichkeit ist schon mal auf 11. Stärke, ich glaube, Geschicklichkeit brauchen wir jetzt nicht so viel. Weil ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, das ist wieder Stärke, Belastung auf jeden Fall und Kondition. Vitalität, ja, aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, mache ich gerade beides gleichzeitig. 856, okay, das mache ich um 2 hoch. Machen wir erstmal Leben hoch. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal auch online.